Ich begrüße dich ganz herzlich zur nächsten Folge von Planet Zoo auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir hier das Schildkrötengehege umgesetzt zu einem Besuchergehege. Und da habe ich noch gerätselt am Schluss, wie denn hier die Tastenkombination war. Es war I für die Mehrfachauswahl, oder ihr seht es da unten, ist es war da. Und per Zufall habe ich dann letztes Mal genau drauf geklickt. So, jetzt sollten wir möglich sein, da hinzugehen und die Lied zu drücken. Ganz genau. Sehr schön. So. Das geht deutlich einfacher und da. Wenn alle Heizer weg sind, dann sollte es auch alles weggehen. Plus hier. So, kann ich auch so noch. Okay. Der Bank bleibt da und die Spendenbüchse kommt auch noch weg. Mal schauen, was wir hier hinmachen. Ist aktuell noch nicht bestimmt. So, und dann würden wir natürlich hier an den Ein- und Ausgängen ganz klar. Kannst du dir jetzt hier war's, genau. Spendenbüchsen aufstellen. Im Gehege wird es auch gehen sogar. So. Ja, schon ein bisschen Werbung muss das sein. Genau. Und natürlich auch noch ein Werbebildschirm. Dass man auch sieht, was da so ist. So. Und da könnten wir es hier machen. Bisschen versetzt. Sehr schön. Und dann auf diese Seite nochmals. So, und irgendwie wurde das Glas hier wieder umgewandelt. So. Keine Ahnung warum. War wahrscheinlich wieder meine Schuld. So. Gut. Ja, sehr schön. Ein Gehege mehr. Und da könnten wir schauen, was wir als nächstes machen oder aufnehmen möchten. Wie sieht es bei den Elefanten aus? Oh, schau mal an. 0,2 Jahre alt. Wie viele Punkte gibt das jetzt? 9800 Attraktivität. Okay. Und ein Elefant sowieso. 7000. Auch nicht schlecht. Ja, unser erstes junges Elefantlein. Sehr schön. Leider kann ich dem nicht mal besseres Futter geben. Tut mir leid, was sagen die Leute so über dieses Gehege? Ja, ist nicht so wirklich gut, weil das Gehege ist so groß und man sieht halt nicht alles vom Gehege. Oder aktuell sieht man nicht alles. Ja, aber sie müssen auch Zeit haben, um sich zurückzuziehen. Das soll ja nur die Leute anziehen, oder? So, 4200 Gäste haben wir geschafft. Sehr schön. Da holen wir Belohnung ab. Ein Erdferkel sollen wir in die Wildnis freilassen. Okay. Ah ja, und die... Das, oh, der Experte ist gerade hier. Gehege 17. Ist das da Gehege? Tamman, hungrig. Der hat doch Futterstände, oder? Da wäre ein Futtertablett. Wenn da natürlich jemand füttert. Das ist die andere Frage. Gut, ich glaube, wir sollten hier, das habe ich ja hier geplant, da haben wir nur eine Werkstatt hingesetzt, aber sonst nichts. Und wir sollten da vielleicht wieder ein paar Mitarbeiter Dinge hinpacken. Indien, Tierpflegehütte. Ja, vielleicht nicht gerade das. So. Ich würde auch da wieder eine große hinplatzieren. So zum Beispiel. Jetzt haben wir eine Tierpflegehütte. Tierarztplatz. Nee, besser einen Mitarbeiterraum noch. Boah, der ist fast wieder zu groß. Ist da der Weg?
Ja, da wäre der Weg. Okay, die passt nicht hin. Ne, die sind zu groß. Da ist die Straße wieder auf diese Seite, dass es da nicht reinpasst. Und hier auch, oder? Ja, schnell testen. Ja, natürlich. So, nehmen wir, glaube ich, die kleine. Oder zweimal. Zweimal die kleine. So. Dann hätte sich das. Ja, Werkstatt ist ja schon da. Ne, Praxis kann man sich überlegen. Komm. Hat doch jetzt gerade gepasst. Alter. Ja, passt so hin. Ganz hier vorne geht's. Okay. Alter, komm, der Abstand ist ja da. Vor allem, komischerweise hat der Zaun hier auch so einen Knick drin. An was könnte das wieder liegen? So, aber immerhin passt dahin. Und jetzt sollte unser Stuff besser ausgerüstet sein. So, was hat denn hier... Was sagt denn der Bericht? Gehege 17 und Gehege 14. Suchen wir uns schnell das Gehege 14 raus. Nicht hier. So, wo auch immer das Gehege 14 ist. Ach, schalte ein bisschen schneller runter. Ich sehe es auch ehrlich gesagt gar nicht. Also es ist das mit den alten Schildkröten. Es ist genau das sein könnte. Wer weiß. So, wie geht's denn denen? Ja, geht's eigentlich gut. Auch wenn der Rückzugsort fehlt. Aber sonst geht's ihnen gut. Oh, Tierpfleger haben sich schon lange nicht mehr hier drum gekümmert. Ist aber jeden Monat drin. Ich glaube, es ist an der Zeit, wieder mal ein paar Leute einzustellen. Wie sieht denn unser Cashflow bei den Finanzen so aus? Ja, Lohnkosten sind schon recht hoch, muss man ja ehrlich sagen. Einnahmen. Es ist jetzt April und wir haben 16.000. Okay, ja, kommt etwa hin. Hä? Aktuell schon minus 12.000. Gut, wir haben aber auch Dinge gebaut. Also würde ich eher vorsichtig, sagen wir mal so zwei Tierpfleger, Zoopfleger, zwei Tierpfleger, ein Techniker und ein Tierarzt. So. Gut, ich glaube, zu wenig zu tun gibt es nicht. Eher zu viel. Bänke kommen noch weg da. Das wäre auf jeden Fall noch das Ziel. Und ja, natürlich da oben ein bisschen bevölkern, dass die Leute auch hier hochkommen. Und natürlich dann da durchlaufen, ganz klar. Jetzt eigentlich hier in der Mitte wäre auch nicht schlecht, wenn man da einfach mal was zum Essen hätte. Dass sich das noch ein bisschen mehr verteilt. Also wir haben ja hier Stores hingesetzt. Hat auch ganz gut funktioniert. Es sind hier einfach immer noch zu viele. Also vielleicht noch einen hier drüben. Aber eher mal so ein Merchandise-Shop. Ja, das ist ein leerer Laden. Das sind nur die Designs, oder? Die sind alle leer. Ja, genau. Ja, dann würde ich schon dieses nehmen. Ja,
Machen die den Weg nicht automatisch? Nee, anscheinend nicht. Ah, ich weiß. Die Läden machen ja dann den Weg, nehme ich mal an. So. So, dann machen wir hier Heads Fantastic. Einmal dahin. Und danke. Bloody Bloods, genau. Sehr gut. Können Sie wieder Ballone kaufen. So. Ist da eingestellt, dass die den Preis... Ja, wo stellt man das schon wieder ein? Das ist die andere Frage. So. Ah, da ist das. Jetzt wurde es gerade teuer, oder wie? Da ist schon eingestellt, okay. Gut. Ja, soll hier noch ein paar Leute anziehen. Da hat es auch noch einen Platz für etwas. Ja, jetzt wollen wir aber mal noch ein Tier suchen oder so. Haben wir eigentlich Tiere verkauft schon? Nee, noch nichts funktioniert da. Nichts weggegangen. Und wir haben hier 6 Mitteilungen. Ah, der falsche Lautsprecher ist auch so eine... So, ah, ja, das ist ja weggegangen, genau. Weil, mussten wir die nicht austauschen hier. Haben wir überhaupt schon eine neue gekauft? Ah, nee, wir wollten eine Todesotter kaufen, ganz genau, und dann hat sie keine gehabt. Das war ja so die Sache. So, diesmal habe ich eine. So, dann haben wir diesen Error schon mal. Ah, und dann macht das Auto automatisch auch wieder zurück. Okay, der Error hat sich schon mal erledigt. Da hat sich schon lange niemand drum gekümmert. Ja, jetzt habe ich ja da Hütten hingepflanzt. Also, jetzt muss das ja funktionieren. Gehege 10. Auch schon lange her. Hm, vielleicht sind die Hütten hier. Aber da ist ja der Eingang. Da muss das ja passen hier eigentlich. Elefant, haben wir was freigeschaltet? Also ganz viel haben wir freigeschaltet. So, vielleicht ja das bessere Futter, wer weiß. Jawohl, so. Kostet nur 13.000 pro Fütterung, also ist sehr günstig. Vielleicht das nächste Tier wäre dann etwas günstigeres angesagt. Ja, was haben wir denn noch so? Also noch einiges, aber... Antilope, ja. Eine Gazelle. Die kann mit recht vielem zusammennehmen. Netzgiraffe. Wäre natürlich auch geil. Kann auch mit dem Warzenschwein und dem Strauß zusammenleben. Ein Springbock. Kaffernbüffel. Komm, machen wir mal ein Gehege für den Büffel da. Muss nicht mal so groß sein. Braucht du aber Wasser, ein bisschen. Ja, dann könnten wir da immer noch was hinzufügen, sage ich mal. So, das wäre dann in diesem Bereich hier. Würde ich einfach den ganzen Bereich dafür opfern. Oh ja, wie hoch, wie sicherheitstechnisch muss das sein? 3, Grad 3 und 1,25 Meter. Also will ich die Mauer hier nehmen. Die hat ja Grad 5, genau. Kann ich jetzt da die Höhe nicht genau eingeben?
Ah ne, das ist 2 Meter hoch. Gut. Das ist natürlich alles klar. So, ich will hier hinten erstmal so machen. Dann da normales Glas. So, dann haben wir da so eine Ecke. Und dann würde ich hier dieses Glas nehmen. Genau. Ist bereits richtig, dass wir das mal erleben. So. Ist hier um die Ecke und dann wieder den. Ja, jetzt habe ich hier ein bisschen verloren. Auf der Länge irgendwo. So, jetzt nehme ich einfach mal die 20 Meter Mauer. So, dann ist das auch ein bisschen angenehmer. So, dann würde ich die noch so hindrücken. Und dann sollte das schon passen. Eingang irgendwo da oben, da wo es gerade passt. So zum Beispiel. Gut. Ja, wird schon mal als Gehege erkannt. Schon mal gut. So, dann mache ich hier meine Einstellungen. Und dann steht ja schon direkt zum Tiermark. Genau. Und wir wollten den Wasserbüffel, Kaffernbüffel. Kaffernbüffel, schon wieder vergessen. Der ist ja gerade oben. Oh, das ging ja schnell. So, und natürlich muss ich den noch wegmachen. Okay, leider nur Weibchen da. Das ist etwas schade, dann kaufe ich das Jüngste. Oder 2, komm. Sonst ist es ja so einsam. Ja, wäre schon schön, wenn es da noch was gäbe. Aber ist natürlich wieder eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Sag's mal so. So, aber nur, dass die dann 3 bis 15, also es sollte noch ein drittes. Okay, altersbasierte Dominanz. Also ein Bulle brauchen wir eigentlich nur. Oder eventuell 2. Aber es würde schon reichen. So, jetzt ist auch nur noch eines da. So, das habe ich gekauft. Und jetzt produziert der Frontier so 4 neue. Er produziert aber wieder nur Weibchen. Das ist sehr interessant. Tickets sind sehr günstig. Das kann ich natürlich schnell ändern. Oh, wenn die Forschung nicht dazwischen käme. Leguan haben wir fertig. Sehr schön. Also, da gehen wir mal von 48 und 38 aus. So. Jetzt kommt da gleich, viele Leute denken, dass die Tickets sehr teuer sind. So, und dann verlegen wir die. Hier rein und können gleich das Gehege anpassen. Ha, komm schon. So. Sehr gut. Okay, sollten unterwegs sein. Techniker war auch gerade da. Ich würde sagen, in der nächsten Folge richten wir das dann ein, soweit. Also der Sturm, der hier weht. Ein Sturm weht. Was ist hier schon wieder los? Oh ja, da holt sich das Gehege. Also ich schaue wieder mal die Gehege an in der Zwischenzeit. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Wird es gerade schön. Ja, klar. Ja, doch, doch. Es wird gerade schön. Komm. Also Zeit schnell ein bisschen. Gibt es auch ein schönes Thumbnail. Muss man so sagen. Okay. Ja, schon deutlich besser. Und vielleicht habe ich Glück. Genau. Und da kommt auch noch gerade das erste Exemplar an. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!
Gonna build a mountain from a little hill. Gonna build a mountain. I hope I will.